Die Schweiz ist bekannt für ihre günstigen Steuerverhältnisse. Wie viel Steuern man zahlt, hängt aber sehr oft davon ab, wo man in der Schweiz lebt. Heute schauen wir uns die Gemeinden mit den tiefsten Steuern an. Damit wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, müssen wir zuerst eine Person definieren. In unserem Beispiel ist sie 30 Jahre alt, konfessionslos, hat keine Kinder und ist unverheiratet. Ihr Bruttoeinkommen liegt bei 85.000 Franken und sie hat ein Vermögen von 50.000 Franken. Bei unseren Berechnungen beziehen wir uns auf Durchschnittswerte und auf den Swiss Tax Calculator der eidgenössischen Steuerverwaltung. Wer Steuern sparen möchte, findet in der Innerschweiz sein Glück. Allem voran im Steuerparadies Kanton Zug. Gleich 8 Gemeinden in den Top 10 der steuergünstigsten Kantone sind im Kanton Zug. Komplettiert wird die Top 10 mit den Schweizer Gemeinden Wollerau und Feusisberg auf Platz 9. In beiden Gemeinden zahlt man genau gleich viel Steuern. Rang 3 gehört der Gemeinde Walchwil. Dort zahlen wir in unserem Beispiel Steuern in der Höhe von 4.215 Franken. Knapp davor ist die Kantonshauptstadt Zug. Hier zahlt man mit 4.192 Franken ein bisschen weniger Steuern. Das Steuerparadies im Steuerparadies und somit auf Rang 1 ist die Gemeinde Baar. 4.169 Franken Steuern zahlt man dort. Auf die Arbeitszeit umgerechnet, müsste man etwa 18 Tage arbeiten, bis man seine Steuern bezahlen kann. Nicht schlecht eigentlich. Das Vermögen bleibt sogar steuerfrei. Aber Steuervorteile haben auch ihren Preis. Der Kanton Zug gehört zu den Kantonen mit den höchsten Mieten in der Schweiz. Für 100 Quadratmeter zahlt man dort schnell einmal 3.000 Franken. Aber mehr dazu in einem anderen Video. Gefallen dir unsere Videos? Dann lass uns doch ein Abo da und mach die Glocke weg. Die Unterschiede bei den Steuern sind zum Teil riesig. Und auch bei den Gemeinden mit den höchsten Steuern sticht ein Kanton heraus. Wer im Kanton Neuenburg lebt, zahlt mit Abstand am meisten Steuern. Bei unserem Modell zahlt man beispielsweise in der Gemeinde Les Planchettes satte 15.690 Franken Steuern. Getoppt wird dieser Wert nur noch von den beiden Gemeinden Ange und Le Verrier. Dort kosten die Steuern sogar 15.761 Franken. Das heißt, 68 Tage im Jahr arbeitet man hier nur, um seine Steuern bezahlen zu können. Wer in Ange lebt, zahlt fast viermal mehr Steuern als jemand mit dem gleichen Einkommen und gleichen Vermögen im Kanton Zug. Was meint ihr? Sind die krassen Steuerunterschiede in den Gemeinden gerechtfertigt? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr dazu meint. Wie viel Steuern man zahlt, hängt also ganz davon ab, wo man lebt. Wie wir gesehen haben, können die Unterschiede je nach Wohnort riesig sein. Einen Spezialfall gibt es für Ausländer, die in der Schweiz leben, aber ihr Geld im Ausland verdienen. Sie können eine sogenannte Pauschalsteuer bezahlen. So hat zum Beispiel IKEA-Gründer Ingvar Kamprad an seinem Wohnort Eppalange nur 164.000 Franken Steuern bezahlt. Und das, obwohl er ein Vermögen von über 40 Milliarden Franken besitzt. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu einem Video von uns, wo wir euch die 10 reichsten Menschen in der Schweiz vorstellen. Das war's auch schon wieder von uns. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Falls ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.